the classical music world has changed. It's changed enormously. It's changed almost beyond recognition. Die klassische Musik hat viel gelernt von Popmusik. Ich glaube, heute ist mehr Boom. Es ist natürlich alles sehr viel kurzlebiger und eventorientierter, als es das in den 70er, 80er Jahren war. We are definitely in a time of radical change in the way people actually consume music. Ich glaube, ein gutes Produkt darf sich nicht schämen, auch populär zu sein. I basically think that the classical music business has never had greater opportunities than it has now. Ich dachte, jetzt ist er erlöst. Ich hatte einfach gehofft, dass er nicht so sehr leiden muss am Schluss und einfach entschlafen kann. Und ich glaube, so ist es ja dann auch gewesen. Ja. Aber gleichzeitig dieses irrsinnig große Loch. Es war für uns alle schwer, nach dem Konzert den Applaus entgegenzunehmen, nach den letzten Tönen des langsamen Satzes der Mahler-Symphonie. Es war für uns alle eine große Erschütterung und ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, eine kollektive Trauer mit Tränenausbrüchen auf dem Podium, wo wir es normalerweise gewohnt sind, Emotionen zu entfachen beim Publikum. Da hat es uns selbst erwischt.
C'est à Paris que se trouve le seul exemplaire des variations Goldberg, annoté de la main de Bach. Sur la dernière page, Bach a ajouté 14 canons. L'un de ceux-ci figure sur son dernier portrait. Deux choses intéressent de plus en plus Bach à la fin de sa vie. La variation et la polyphonie. Je m'appelle Eric Satie, comme tout le monde. Je n'aime pas les plaisanteries, non plus que les choses s'en approchant. Satie avait tout un projet politique, entre guillemets, pas de rendre le monde meilleur par la musique. Bon, c'était un peu un Socrate, un philosophe littéraire de la musique, et il n'y en a pas eu tellement dans l'histoire. Sa musique s'opposait à la musique impressionniste. Sa musique était linéaire et sans sauce, sans voile. Mmh.
c'est plutôt un inventeur, plutôt qu'un compositeur. C'est quelqu'un qui ne suit jamais un chemin déjà battu, mais essaie toujours de commencer à zéro. C'est à la fois très, très innocent et très, très excitant. What the hell's going on here? Won't you just stop?